Guten Morgen, sehr geehrte Fakultätsmitglieder, meine Damen und Herren. Im Namen der Universitätsleitung darf ich Sie als Dekan der Medizinischen Fakultät zur Antrittsvorlesung von Herrn Privatdozent Dr. Med. Reto Sutter recht herzlich begrüßen. Herr Sutter ist in St. Gallen aufgewachsen und hat 1998 mit dem besten Maturitätsergebnis Typ P Latein an der Kantonsschule St. Gallen abgeschlossen. Vielleicht wurden damals schon die wissenschaftliche Laufbahn von Herrn Sutter eingeleitet mit diesem guten Maturitätsergebnis. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Zürich und engagierte sich für die universitären Belange, wie zum Beispiel in der Struktur- und Berufungskommission für den Lehrstuhl Biomedizinische Ethik sowie als Mitglied der Ethikkommission der Universität Zürich. 2004 folgte das Staatsexamen in Zürich. Anschließend arbeitete er als Assistenzarzt in der Radiologie und Neuroradiologie im Universitätsspital Zürich. Es folgte ein Auslandsjahr in der Pathologie am Royal London Hospital und zusätzlich ein Fellowship an der Queen's Mary Universität in London. Alles gesponsert quasi vom NF und von der Jacken-Pöhn-Stiftung. Seine Doktorarbeit verfasste er 2005. Sie trug den Titel Glykosylierung und intrazelluläre Verteilung von Neurotrypsin in Nervenzellen. Für sein Projekt Neuroscience erhielt er 2007 eine Auszeichnung am William Harvey Day in London. Ein Jahr später kehrte er zurück nach Zürich in die Radiologie des Universitätsspitals und wechselte kurz darauf ins Kantonsspital Winterthur, wo er nach der Facharztprüfung Diagnostische Radiologie zum Oberarzt befördert wurde. 2010 absolvierte Dr. Sutter an der Radiologie des Universitätsspitals Balchrist ein einjähriges klinisches Fellowship in muskuloskeletaler Radiologie bei Herrn Professor Christian Pirmann, den ich hier auch recht herzlich begrüßen darf. Im Rahmen des HSM-Projektes Advanced Diagnostics am Bewegungsapparat wurde er 2011 zum Leiter des Extremitäten Magnetresonanztomographie ernannt. Er ist zudem für die Knorpel- und die Metallbildgebung im Magnetresonanztomographie zuständig. Sein Fokus liegt unter anderem auf der Bildgebung des Hüftgelenkes. Sie sehen das bereits auf dem Bild hinter mir. Dr. Sutter wurde 2012 mit dem Jubiläumspreis der Schweizer Gesellschaft für Radiologie ausgezeichnet. Bis April 2014 war er als Oberarzt Radiologie tätig und ist nun leitender Arzt der Radiologie an der Universitätsklinik Balchrist in Zürich. 2013 erfolgte die Habilitation mit dem Thema Form und Funktion MRI Morphology of the Hip Joint. Sein Wissen gibt er an Studierende weiter, unter anderem auch an die Studierenden der chiropraktischen Medizin im Bereich klinischer Radiologie und betreut Masterstudierende. In der ärztlichen Fortbildung engagiert er sich beim Balchrist MR-Kurs für Radiologie sowie auch für Ärzte in der Ärzteweiterbildung für Orthopädie und Rheumatologie an der Uniklinik Balchrist. Es ist ein intrinsisches akademisches Interesse, ist bei ihm groß sichtbar, was ebenfalls aktiv in das Mandelstudium Radiologie einfließt und somit der Lehre der Universität Zürich stärkt. Die Forschungsleistungen von Herrn Dr. Sutter umfasst insgesamt bisher 28 Originalarbeiten, davon 12 Arbeiten als Erstautor. Zudem schrieb er 2 Review-Artikel sowie ein Buchkapitel mit dem Titel Becken- und Hüftgelenk in einem Standardwerk der Radiologie. Herr Dr. Sutter, ich darf Sie im Kreise des Lehrkörpers der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich recht herzlich begrüßen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag mit dem Titel Hüftimpingement, radiologische Aspekte einer neu entdeckten Krankheit. Bitte, Herr Sutter. Sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Mitglieder der Fakultät, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie und Freunde. Das Hüftimpingement ist ein Thema, welches in den letzten 10 Jahren sehr heiß diskutiert wurde. Jene von Ihnen, welche nicht in der Medizin tätig sind, fragen sich vielleicht, was ist denn das Impingement und weshalb ist das eine neu entdeckte Krankheit? In einer kurzen Einleitung möchte ich Ihnen
diese beiden Fragen erläutern. Was ist das Hüftimpingement? Sie sehen hier ein Röntgenbild von einem normalen Hüftgelenk. Sie sehen den Oberschenkelknochen mit dem Hüftkopf und Sie sehen am Becken hier die Hüftgelenkspfanne. Am zweiten Röntgenbild von einer Hüfte sehen Sie, dass bereits eine Degeneration vom Hüftgelenk vorliegt. Hier sind vermehrte knöcherne Anbauten am Rand von der Gelenkspfanne vorhanden. Sie sehen auch vermehrte knöcherne Anbauten hier am Hüftkopf. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Patient, der dieses Röntgenbild erhalten hat, nicht im Pensionsalter ist, sondern ein junger, sportlicher Mann von 31 Jahren, dann wird klar, wir erwarten nicht bei so jungen Patienten eine Arthrose vom Hüftgelenk. Es handelt sich somit um eine Früharthrose. Ein weiteres Bild von einem anderen Patienten zeigt ebenfalls eine Arthrose im Hüftgelenk. Sie sehen, es hat hier noch stärkere knöcherne Anbauten, sowohl am Hüftkopf als auch an der Gelenkspfanne, und der Gelenkspalt ist hier sehr stark verschmälert. Was ist der Grund, dass diese jungen Patienten bereits eine Arthrose entwickeln? Der Grund ist das Hüftimpingement bei diesen beiden Patienten, und das Konzept, welches hier ganz wichtig ist, ist die Form vom Oberschenkelknochen. Sie sehen, vom Hüftkopf zum Schenkelhals hat es beim normalen Hüftgelenk eine sehr gute Talierung, was eine gute Beweglichkeit im Hüftgelenk ermöglicht. Bei einem Patienten hier mit Hüftimpingement sehen Sie, dass diese Talierung sehr stark vermindert ist. Es hat hier zusätzliche knöcherne Anbauten, was die Beweglichkeit im Hüftgelenk erschwert. Und wenn der Patient das Hüftgelenk stark bewegt, dann schlägt diese knöcherne Anbaute hier stärkt am Rand der Gelenkspfanne an. Impingement bedeutet auf Englisch Zusammenstoß, Anprall oder Einklemmen. Und dieser Name hat sich auch im Deutschen durchgesetzt. Es ist hier der Oberschenkelknochen, welcher an die Gelenkspfanne anschlägt. Ich kann Ihnen das kurz demonstrieren, hier in einer kleinen Animation. Sie sehen hier den Oberschenkelknochen, welcher sich bewegt. Sie sehen das Beckenskelett. Und der Hüftkopf hat hier einen großen Bewegungsumfang beim normalen Hüftgelenk. Beim Hüftimpingement ist am Übergang vom Hüftkopf zum Schenkelhals zu viel Knochen vorhanden. Wenn die Person jetzt wieder die gleiche Bewegung durchführt, sehen Sie hier ein Anschlagen. Sie sehen, dass hier einerseits der Knorpel am Hüftkopf geschädigt wird, andererseits die Gelenklippe, das Labrum. In der medizinischen Fachsprache wird das Hüftimpingement als femoroacetabuläres Impingement bezeichnet. Der Grund ist in der lateinischen Nomenklatur für die Knochen. Der Oberschenkelknochen, der Femur, schlägt hier an die Gelenkspfanne das Acetabulum, und deshalb nennen wir dies femoroacetabuläres Impingement. Weshalb ist das Hüftimpingement nun eine neu entdeckte Krankheit? Ich habe in PubMed eine Literaturrecherche gemacht, und die ersten Arbeiten wurden 1999 bis 2001 publiziert. In den darauffolgenden Jahren ist pro Jahr eine sehr große Zahl von Arbeiten dann zum Thema Hüftimpingement veröffentlicht worden. Viele der ersten Arbeiten stammen aus der Gruppe von Reinhold Ganz aus Bern, und Sie sehen hier zwei der ersten Arbeiten, hier eine mit dem Titel Femoroacetabuläres Impingement. Es gab bereits vorher Theorien, wie eine Früharthrose entstehen kann, und für gewisse Patienten ist das in der Tat zutreffend. Es ist nämlich eine Folge bei diesen Patienten von einer bereits bekannten Erkrankung. Wir sehen hier ein seitliches Röntgenbild, um dies zu illustrieren. Sie sehen den normalen Hüftkopf. Bei einem Patienten ist hier ein Teil des Hüftkopfs nach hinten abgekippt. Man nennt dies in der Fachsprache Epiphysiolyse. Und Sie sehen, dass hier nun die Talierung auch nicht mehr vorhanden ist, und diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko für eine Früharthrose. Es gibt auch andere Krankheiten, welche zu einer Früharthrose führen können, aber die meisten Patienten mit Früharthrose leiden nicht an einer von diesen Krankheiten. Und somit geht man davon aus, dass eben viele von den Patienten mit Früharthrose dies aufgrund eines Hüftimpingements haben.
Dies sind Bilder aus einer kürzlich erschienenen Arbeit von Pauline Rölls. Und hier wurde gezeigt, dass wahrscheinlich das Hüftimpingement durch eine zu starke Belastung oder durch ein falsches Belastungsmuster vor dem Verschluss der Wachstumsfuge zustande kommt. Sie sehen hier ein normales Hüftgelenk und zwei Jahre später nach einer falschen Belastung eine verlängerte Wachstumsfuge, was dann hier wieder zu einer verminderten Taillierung führt. Nach dieser kurzen Einleitung gebe ich Ihnen gerne einen Überblick über die verschiedenen Aspekte meiner Antrittsvorlesung. Im ersten Teil gehe ich gerne etwas weiter im Detail auf das Hüftimpingement ein und zeige Ihnen, welche Schäden das Hüftimpingement verursacht. Beim zweiten Punkt schauen wir gemeinsam an, wie man das Hüftimpingement diagnostiziert und behandelt. Danach suchen wir nach weiteren Faktoren, welche die Entstehung eines Hüftimpingements fördern. Wir fragen uns, ist das Hüftimpingement eine Normvariante oder eine Krankheit? Und als fünften Punkt fragen wir uns, ist das Hüftimpingement wirklich neu entdeckt? Schauen wir nun etwas im Detail an, was das Hüftimpingement ist. Ich beginne mit dem Fall eines 19-jährigen Profifußballspielers und dieser Spieler kam zum Arzt mit anhaltenden Leistenschmerzen. Der Patient hat ein MRI erhalten. Sie sehen, im MRI ist hier wieder eine verminderte Taillierung zwischen dem Hüftkopf und dem Schenkelhals vorhanden. Es liegt ja also ein Hüftimpingement vor vom sogenannten CAM-Typ, wie das typisch ist bei Männern von unter 35 Jahren. Sie sehen, dieser Patient hat auch bereits Schäden am Gelenk, hier der Gelenksknorpel und auch die Gelenkslippe, das Labrum, sind hier geschädigt. Wir sehen, wie ein normaler Knochen sich im Hüftgelenk verhält. Und wir sehen, wenn eine sogenannte CAM-Deformität hier grün markiert vorliegt, wie dies dann zu einem mechanischen Konflikt führt. Ein Teil dieses grün markierten Knochens geht in das Gelenk rein, führt dort zu Knorpelschäden mit Scherkräften. Ein anderer Teil dieses Schadens entsteht am Rand des Gelenks, an der Gelenkslippe. Wieso nennen wir dies CAM-Deformität? Dies kommt aus der Mechanik. Sie sehen hier eine Nockenwelle mit diesen verschiedenen Nocken, die sehr exzentrisch konfiguriert sind. Und das sieht ähnlich aus wie unsere CAM-Deformität, grün markiert am Hüftgelenk. Deshalb brauchen wir das Wort CAM-Impingement für diese Deformität. Vielleicht haben Sie so eine Nocke oder ein CAM schon gesehen, nämlich im Auto beim Benzinmotor. Sie sehen hier zwei von diesen Nocken, die steuern die Ventile für den Einlass des Benzins in den Zylinder. Es gibt eine weitere Form des Hüftimpingements. Hier ist nun nicht der Oberschenkelknochen und der Hüftkopf pathologisch, sondern die Gelenkspfanne. Sie sehen hier grün markiert, dass eine vermehrte Überdachung vorhanden ist. Wenn wir nun wieder eine Bewegung im Hüftgelenk durchführen, gibt es Schäden einerseits im Gelenk drin, beim Gelenksknorpel, auf der anderen Seite auch hier dann am Rand vom Gelenk, wieder an der Gelenkslippe. Weil hier der Hüftkopf regelrecht in die Zange genommen wird von der Gelenkspfanne, wird dies auch für den englischen Begriff Zange, braucht man das Wort Pinzer und es wird darum als Pinzer-Impingement bezeichnet. Pinzer-Impingement in der reinen Form kommt häufiger bei Frauen vor, während CAM-Deformitäten eher bei Männern vorhanden sind. Es gibt jedoch auch eine Kombinationsform, wenn wir sowohl eine CAM-Deformität als auch eine Pinzer-Deformität haben, nennt man dies gemischtes Impingement. Welche Schäden verursacht nun das Hüftimpingement im Gelenk drin? Wir sehen hier ein Beispiel von einer Magnetresonanzuntersuchung und Sie sehen, es bestehen tiefe Schäden am Hüftkopf. Der Knorpel ist hier fehlend. Es wird bei diesem Patienten bald eine Früharthrose geben. Es gibt weitere Schäden am Gelenk. Wir haben schon das Labrum erwähnt, die sogenannte Gelenkslippe. Und Sie sehen, dieser weiße Strich an der Gelenksrippe, an der Gelenkslippe ist ein Riss vom Labrum. Eine weitere Veränderung, welche auftritt bei Patienten mit Hüftimpingement, ist das Herniation Pit. Es ist eine zystische Struktur am Übergang hier vom Hüftkopf zum Schenkelhals und das wurde erstmals beschrieben 1982. Der Erstbeschreiber war Michael Pitt
und im angelsächsischen Sprachgebrauch wird das häufig deshalb als Pit-Pit beschrieben. Herr Pitt hat dies als Normvariante initial gewertet. Im späteren Verlauf wurde dann gezeigt, dass ein vermehrtes Auftreten von diesen herniation Pits beim Hüftimpingement vorkommt. Sie sehen das hier in der MRI-Untersuchung. Es ist jedoch weiterhin auch bei einem Viertel der Normalbevölkerung eine solche herniation Pit vorhanden. Somit können wir nicht vom Vorhandensein dieser Struktur auf ein Hüftimpingement direkt schließen. Wir kommen zum zweiten Teil. Wie diagnostiziert und behandelt man das Hüftimpingement? Der erste Punkt in der Abklärung nach dem Hüftimpingement ist, nach den Beschwerden von den Patienten zu fragen. Häufig sind dies jüngere Patienten, sportliche Patienten, welche über Leistenschmerzen oder Schmerzen in der Hüfte klagen. Beim klinischen Untersuch fällt auf, dass der Bewegungsumfang vermindert ist. Und wenn der Orthopäde hier den sogenannten Impingement-Test durchführt, gibt der Patient Schmerzen an. Der zweite Schritt in dieser Abklärung ist, dass wir nach der Hüftpfanne schauen. Wir suchen also nach einer Pinzer-Komponente. Es gibt verschiedene Formen, wie sich ein Pinzer-Impingement äußern kann. Entweder ist die ganze Gelenkspfanne viel zu tief, man nennt es hier Coxa profunda oder sogar Protrusio acetabuli. Oder es besteht auf der anderen Seite eine fokale vermehrte Überdachung. Meist ist dies der Fall, indem die Gelenkspfanne etwas zu stark nach hinten orientiert ist. Es gibt verschiedene Zeichen, wie man das im Röntgenbild erkennen kann. Und wir können das gerade bei einer jungen Dame hier nachvollziehen, welche ein Pinzer-Impingement aufweist. Sie sehen hier das erste Zeichen, das sogenannte Crossover-Zeichen. Sie sehen ein positives Hinterwandszeichen und ein Spina-Zeichen. Mit diesen drei Zeichen können wir sagen, ein Hüftimpingement liegt vor, und zwar im Sinne einer Retroversion vom Acetabulum. Da Sie gut aufgepasst haben, haben Sie sicher bemerkt, dass auch auf der Gegenseite genau die gleiche Morphologie vorhanden ist. Um diese Aussage treffen zu können, ist die richtige Röntgeneinstelltechnik sehr wichtig. Es soll also keine Verkippung des Röntgenbilds nach links oder rechts, beziehungsweise nach oben oder unten vorhanden sein, um diese Diagnose stellen zu können. Und ich kann Ihnen dies hier an einem Beispiel demonstrieren. Sie sehen wiederum dieses Crossover-Zeichen hier am Becken. Wir denken, das könnte eine Retroversion sein. Wenn wir nun jedoch das Röntgenbild richtig einstellen, wir drehen das Becken in die richtige Position, dann sehen wir, dieses Zeichen verschwindet. Es ist hier keine Pinzerkomponente vorhanden. Es gibt verschiedene Fehlformen von der Hüftgelenkspfanne. Normale Pfannen sind hier mit Grau markiert und die Fehlform sind mit verschiedenen Farben hier eingezeichnet. Wenn die Hüftpfanne zu wenig stark ausgeprägt ist, nennt man dies hier eine Hüftdysplasie. Und beim Pinzer-Impingement gibt es verschiedene Formen. Es gibt eine Retroversion vom Acetabulum, eine Coxa profunda oder sogar dann eine Protrusio vom Acetabulum von der Gelenkspfanne. Zurzeit sind wir am Balges an einem Forschungsprojekt. Wir versuchen eine individuelle 3D-Analyse der Hüftpfanne durchzuführen und dazu benötigen wir Bilder aus diesem Low-Dose-Röntgenscanner. Es werden hier zwei Röntgenbilder gleichzeitig durchgeführt und mit diesen Röntgenbildern wird anschließend ein 3D-Modell des Beckens von diesen Patienten erstellt. Man kann anschließend auf verschiedene Schichten die Anteversion oder Retroversion von der Pfanne bestimmen und so ein individuelles Profil von der Gelenkspfanne eines Patienten erstellen. Der dritte Schritt in unserer Abklärung ist, dass wir die Cam-Deformität suchen. Dafür gut geeignet ist die Magnetresonanzuntersuchung. Wir haben hier einen dreidimensionalen Datensatz und diesen können wir sekundär rekonstruieren. Sie sehen hier in einem Schema, wo man von der Mitte vom Körper auf das Hüftgelenk und den Hüftkopf draufschaut, die Orientierung von diesen Bildern im MRI. Und wir können diese Bilder um den ganzen Hüftkopf und den Schenkelhals anschauen und hier schauen, ob eine gute Taillierung vorhanden ist oder ob das abnormal ist. Sie sehen hier das Beispiel von einem Patienten
und hier ist jetzt eine große Keimdeformität vorhanden. Wir können also hier diese Diagnose stellen. Der vierte Schritt in unserer Abklärung, der schaut nach den Gelenksschäden. Wir möchten wissen bei diesem Patienten, ob Gelenksschäden vorhanden sind. Und es ist hier markiert, Sie sehen, es hat sowohl am Knorpel des Gelenks als auch an der Gelenkslippe hier bereits Risse. Der fünfte Schritt dann in unserer Abklärung zielt auf andere Ursachen für Hüftbeschwerden, die wir natürlich auch erkennen möchten, beispielsweise Knochentumoren, hier das sogenannte Osteoid-Osteom mit einem großen Knochenödem und hier drin sind die Tumorzellen. Andere Ursachen ist beispielsweise eine schwere Entzündung am Hüftgelenk, eine septische Arthritis. Es gibt jedoch auch andere Formen von Impingement, also nicht im Hüftgelenk drin, sondern extraartikulär, also außerhalb vom Gelenk. Hier besteht ein Impingement zwischen dem Oberschenkelknochen und dem Beckenskelett und der Muskel, der hier dazwischen steckt, der Quadratus femoris. Muskel, der wird hier eingeklemmt und Sie sehen, wie diese Einklemmung zu einem Muskelödem hier führt. Ich kann zusammenfassen, wie der Abklärungsalgorithmus sein soll für das Hüftimpingement, so wie wir dies am Ballgrist durchführen. Der erste Punkt ist die klinische Untersuchung mit der Verdachtsdiagnose. Der zweite Punkt ist die knöcherne Struktur der Gelenkspfanne. Wir schauen also im Röntgenbild nach der Pinzerkomponente. Der dritte Schritt ist die Form des Oberschenkelknochens. Wir schauen im MRI, ob eine Keimdeformität vorhanden ist. Und mit dem vierten Schritt, auch im MRI, schauen wir nach den Gelenksschäden. Und schließlich möchten wir andere Ursachen für Hüftbeschwerden ausschließen. Wie behandelt man nun das Hüftimpingement? Sie sehen hier interoperative Bilder, Sie sehen die Gelenksschäden, Sie sehen die Keimdeformität und nach erfolgter Operation sehen Sie, wie die Talierung hier im Übergang vom Hüftkopf zum Schenkelhals wieder normal konfiguriert ist, so wie das sein sollte. Diese Operationstechnik nennt man chirurgische Hüftluxation. Es gibt noch eine zweite Art, wie man das Hüftimpingement operieren kann. Hier führt der Orthopäde eine Arthroskopie, also eine Art Schlüssellochchirurgie durch. Sie sehen, mit diesen Instrumenten kann er mit einer ganz kleinen Öffnung in das Gelenk hineinschauen und wir sehen, wie so eine Operation abläuft. Es wird hier im Gelenk dann der Knochen, der übersteht, entfernt mittels einer Fräse. Es wurden kürzlich 10-Jahres-Resultate nach Impingement-Operationen publiziert. Bei 80% der Patienten hat dies ein sehr gutes Resultat ergeben, ohne Vorliegen von einer Hüftarthrose. Bei 10% der Patienten musste jedoch innerhalb dieser 10 Jahre eine Hüftprothese eingesetzt werden. Und ein wichtiger Faktor hier ist, wie der Gelenkszustand vor der initialen Operation beschaffen war. Wenn nämlich bereits deutliche Schäden am Gelenksknorpel vorhanden sind, dann kann auch eine Operation die Arthrose nicht mehr verhindern. Eine Operation ist dann zwar für die Beschwerden und die Linderung der Beschwerden sehr gut geeignet, jedoch nicht mehr protektiv gegenüber der Gelenksschädigung. Wir kommen zum dritten Teil. Wir schauen, welche weiteren Faktoren gibt es, welche zur Entstehung des Hüftimpingements beitragen. Der erste Faktor ist eine extreme Bewegung. Hier beispielsweise beim Kampfsport, wenn die Hüfte sehr stark bewegt wird, oder auch beim Ballett. Sie sehen, wie stark das hier die Hüfte im Einsatz ist, oder beim Eiskunstlauf. Eine Studie letztes Jahr hat untersucht, wie bei professionellen Balletttänzerinnen das Hüftgelenk geschädigt wird. Und von diesen Balletttänzerinnen hatten die meisten kein klassisches Hüftimpingement. Und wenn man die jedoch untersucht hat im MRI, Sie sehen, wie eine Balletttänzerin hier im Spagat im MRI untersucht wird, konnte man interessante Sachen feststellen. Man hat ein Kollisionsmodell erstellt aufgrund der MRI-Daten und konnte Gelenksschäden feststellen, die ähnlich ausgeprägt waren hier mit einer Knochenzyste am Rand vom Gelenk, wie das sonst bei
Patienten mit Pinzer-Impingement vorkommt. Der zweite Faktor ist die Anatomie des Beckens. Dies kann auch einen großen Einfluss auf die Entstehung eines Hüftimpingements haben. Der erste Faktor bei der Anatomie ist der sogenannte Beckentilt, wie das Becken gekippt ist. Sie sehen hier eine seitliche Ansicht auf das Hüftgelenk mit einer normalen Überdachung hier an der Gelenkspfanne. Wenn das Becken nun zu stark nach vorne gekippt ist, sehen Sie, dass die Überdachung der Gelenkspfanne zunimmt. Das heißt, eine Impingement-Situation, die vorhanden ist, wird verstärkt oder sogar neu hervorgerufen. Der Tilt des Beckens kann beeinflusst werden durch die Haltung. Wenn also hier der Rücken, die Wirbelsäule, die hier oben angrenzt, eine Fehlhaltung hat, kann das auch auf das Becken sich auswirken oder umgekehrt. Es gibt weitere anatomische Faktoren, welche nicht abhängig sind von der Haltung, welche jedoch auch zu einem Hüftimpingement beitragen können, wie beispielsweise hier die Ausrichtung von der Gelenkspfanne. Der dritte Faktor, den wir zusammen anschauen und welcher einen Einfluss hat auf das Hüftimpingement, ist die Femurantetorsion. Dies ist eine Eigenschaft des Femurs, des Oberschenkelknochens, welche bei uns allen vorkommt, in einem größeren oder kleineren Ausmaß. Es wurde erstmals vor knapp 150 Jahren vom deutschen Anatomen Josias Weidbrecht beschrieben. Und Sie sehen hier zwei Beispiele aus der Anatomie mit einer geringen Antetorsion, wo der Hüftkopf fast parallel ist zum unteren Ende vom Oberschenkelknochen, und ein zweites Beispiel mit einer sehr starken Antetorsion. Man kann dies in der Anatomie mit einem Winkel messen, und ich habe das hier in einem Schema zur Erläuterung hingezeichnet. Sie sehen, der Winkel besteht aus der Achse vom Schenkelhals und dem unteren Anteil vom Oberschenkelknochen hier auf Höhe des Kniegelenkes. Bei einer normalen Antetorsion herrscht eine gute Beweglichkeit im Hüftgelenk in alle Richtungen. Wenn die Antetorsion hier vermindert ist, Sie sehen es, besteht hier ein Winkel von 0 Grad zwischen diesen beiden Linien, dann ist bei der Innenrotation früher fertig als normal. Die Innenrotation ist vermindert. Wenn wir hingegen eine erhöhte Antetorsion haben, haben wir eine verminderte Außenrotation. Dafür gibt es vorne am Hüftgelenk eher weniger ein Impingement. Wir können die Antetorsion gut im MRI messen. Dazu brauchen wir streng transversale Schichten über den oberen Anteil vom Oberschenkelknochen und den unteren Anteil. Und wir können dann diese Linien einzeichnen und den Winkel der Antetorsion bestimmen. Und ich kann Ihnen zeigen, wie das im MRI aussieht. Bei dieser Methode muss man auf mehreren Schichten über den Anteil am Oberschenkelknochen, der oben liegt, die erste Linie zeichnen, was etwas umständlich ist. Die zweite Linie für den Winkel ist viel einfacher einzuzeichnen. Wir haben in einer Studie vor 2 Jahren zeigen können, dass die Antetorsion einen Einfluss auf das Hüftimpingement hat. Patienten mit einer Kerndeformität haben generell einen kleineren Antetorsionswinkel als Patienten mit einem Pinzer-Impingement. Was jedoch hier auch auffällt, ist, dass es eine sehr große Bandbreite gibt. Es gibt also Patienten mit einem Kerndeformität mit einer sehr geringen Antetorsion und auch Patienten mit einer deutlich erhöhten Antetorsion. Und es gibt verschiedene Kombinationen vom Impingement-Typ und von der Femur-Antetorsion. Für uns im klinischen Alltag heißt das, die Antetorsion muss bei jedem Patienten mit Verdacht auf Hüftimpingement einzeln bestimmt werden, um zu sehen, ob dieser Faktor einen Einfluss hat oder ob er keinen Einfluss hat auf das Hüftimpingement. Diese Messmethode ist etwas kompliziert mit den verschiedenen Bildern, die man braucht, um den Winkel zu bestimmen. Und es haben vor allem Orthopäden aus den USA gesagt, das ist ihnen viel zu kompliziert. Sie möchten lieber eine Linie hier nehmen, um den Winkel einzuzeichnen. Das sieht hier sehr einfach aus. Das Problem ist, das ergibt einen Wert, der anatomisch nicht korrekt ist. Wir sehen diese beiden Methoden hier aufgezeichnet. In blau die Standardmethode, wie wir sie zuerst gesehen haben, und in rot die zweite Methode mit dieser Messung, die parallel zum Schenkelhals ausgeführt wird.
Der rote Winkel ist etwas kleiner als der blaue Winkel und das hängt von dieser Neigung, von dieser Ebene ab. Jetzt wäre es natürlich sehr elegant, wenn wir eine Umrechnung machen könnten von der roten Messmethode auf die blaue Messmethode. Und mittels trigonometrischer Berechnung kann man dies auch durchführen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Sie verstehen das sicher auf den ersten Blick. Sie können sich vorstellen, auch im klinischen Alltag ist das nicht etwas, was wir bei jedem Patienten einzeln durchführen können. Das ist viel zu kompliziert. Und deshalb freut es mich, im Rahmen meiner Antrittsvorlesung sozusagen als Premiere Ihnen bekannt geben zu können, dass wir eine Website entwickelt haben, um diese Umrechnung durchzuführen. Sie können hier eine Messung eintragen, Sie können den Neigungswinkel vom Schenkelhals eintragen und dann wird in kurzer Zeit Ihnen die korrekte Antitrationsmessung angezeigt. Passenderweise finden Sie diese Webseite unter www.antitration.org. Sie können dies nun auch im klinischen Alltag brauchen, wenn Sie hier an der Befundungsstation sitzen, diese Winkel messen und das umrechnen möchten, können Sie beispielsweise auf dem Handy das eingeben und können dann für Ihren Bericht den korrekten Antitrationswinkel eintragen. Wir kommen zum vierten Teil meiner Vorlesung, Normvariante oder Krankheit. Es gibt verschiedene Artikel, sowohl in der Fachpresse als auch bis hier hat es geschafft auf die Titelseite von der New York Times. Diese Artikel sind teilweise sehr kritisch. Man spricht hier von Fiktion, Fantasie oder dem Mythos des femoroacetabulären Impingement. Weshalb sind diese kritischen Stimmen vorhanden? Wir werden in den nächsten paar Minuten darauf eingehen. Wir sehen, was ist noch nicht geklärt beim Hüftimpingement oder was ist allenfalls sehr schwierig zu diagnostizieren. Ein weiterer Punkt, der hier genannt werden muss, ist, man kann das Hüftimpingement auch überdiagnostizieren, wenn man zu schnell solche Impingement-Deformitäten sieht und solche benennt. Das erste Konzept, welches wir zusammen anschauen, ist die CAN-Deformität. Sie sehen Bilder hier aus der Originalarbeit von Hubert Nötzli. Vor mehr als 10 Jahren wurde das in Balges durchgeführt. Und diese Autoren haben einen Winkel entwickelt, den sogenannten Alpha-Winkel, um die CAM-Deformität zu quantifizieren und zu sagen, ob ein Patient an einem Impingement leidet oder nicht. Bei einem normalen Hüftgelenk ist dieser Alpha-Winkel klein. Wenn hier jedoch eine CAM-Deformität vorhanden ist, dann wird dieser Winkel größer. Und das wäre eigentlich eine elegante Methode, um zu bestimmen, ob ein CAM-Impingement vorliegt oder nicht. Die Messungen wurden hier alle am vorderen Teil vom Hüftgelenk durchgeführt und bei den Patienten war immer ein Winkel von mehr als 55 Grad vorhanden. Mittlerweile bestimmen wir diesen Winkel in allen Positionen um das Hüftgelenk. Sie sehen hier das im MRI in der anterosuperioren Position. Und dies ist auch notwendig, denn der Alpha-Winkel ist häufig größer in der anterosuperioren Position wie bei der gleichen Person hier, Entschuldigung, in der anterosuperioren Position im Vergleich zu anterior. Es gibt verschiedene Probleme mit dem Alpha-Winkel. Das Problem Nummer eins ist, es gibt große Unterschiede, wenn verschiedene Personen so eine Messung durchführen. Sie sehen hier unten die Vorlage für die Messung, Sie sehen den Hüftkopf, den Schenkelhals. Wir haben einen Kreis über den Hüftkopf gelegt. Wenn Sie jetzt entscheiden müssen, wo zeichnen wir genau diesen Winkel ein, dann können Sie sich für einen dieser Punkte entscheiden. Wir haben in einer Studie vor 2 Jahren das mit 2 Radiologen durchgespielt und wir sehen, der eine Radiologe hat sich für einen kleineren Winkel, der andere für einen größeren Winkel entschieden. Die Punkte, die hier gewählt wurden auf dem Kreis, sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber im einen Fall würde man sagen, dieser Wert ist noch normal. Im anderen Fall, beim genau gleichen Bild, beim genau gleichen Patienten, würde man sagen, dies ist ein pathologischer Wert. Das zweite Problem beim Alpha-Winkel ist, dass ein erhöhter Alpha-Winkel auch bei gesunden Personen sehr häufig gesehen wird. Sie sehen aus der gleichen Studie, an dieser anterosuperioren Position ist zwischen 30 und 50% von den Patienten, wo ein erhöhter Alpha-Winkel gesehen wird.
Wir haben uns überlegt, kann man diese an sich schlechte Methode vom Alpha-Winkel verbessern, beispielsweise indem, dass man den Grenzwert für den Alpha-Winkel erhöht. Und Sie sehen die Daten aus dieser Studie mit einer Erhöhung der Schwelle für den Alpha-Winkel von 55 Grad auf 60 Grad, können wir diese Messmethode leicht verbessern, aber insgesamt gibt es doch hier keine gute Unterscheidung zwischen gesunden Personen und zwischen Patienten mit einer Kenndeformität. Wir können somit schlussfolgern, der Alpha-Winkel ist nicht zuverlässig, um ein Hüftimpingement zu erkennen. Gibt es alternative Messungen? Ja, die gibt es. Man kann, um die Kenndeformität zu quantifizieren, einen sogenannten Offset messen oder eine femorale Distanz. Und in einer aktuellen Studie sind wir dem auch nachgegangen. Die Ergebnisse sind so, dass es teilweise sogar noch schlechter die Resultate hier gibt als beim Alpha-Winkel. Wir können hier schlussfolgern, auch Offset und femorale Distanz sind nicht zuverlässig, um ein Hüftimpingement zu erkennen. Alan Kang hat die Verteilung der Pinzermorphologie in der Normalbevölkerung angeschaut und er hat gezeigt, dass bei einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung normalerweise auch schon eine Retroversion von der Gelenkspfanne vorkommt oder sogar eine Coxa profunda. Wir machen daraus die Schlussfolgerung, auch die Pinzermorphologie allein ist nicht ausreichend, um das Hüftimpingement zu diagnostizieren. Weshalb haben wir so unzuverlässige Messungen für das Hüftimpingement? Wir können dies so anschauen, wenn wir die gesunde Population hier aufgezeichnet haben und die Population von Patienten mit CAM oder Pinzerimpingement, dann sollte ein guter Test diese beiden Populationen unterscheiden können. In der Realität sind diese beiden Populationen wahrscheinlich aber sehr nahe beieinander. Wenn wir nun unseren Test hier durchführen, haben wir etliche Personen, welche wir als falsch negativ oder falsch positiv diagnostizieren. Es ist hier also nicht unbedingt die Messung, die unzuverlässig ist, sondern es ist die Realität, die einfach sehr näher beieinander ist, als uns das lieb wäre. Wie sollen wir nun das Hüftimpingement diagnostizieren mit all diesen kritischen Punkten, mit all diesen Unsicherheiten? Ein Algorithmus ist ja sicher sehr, sehr hilfreich. Und wir müssen uns einfach in Erinnerung rufen, es gibt keinen einzelnen Messwert, der uns das Impingement anzeigt. Und die Diagnose des Hüftimpingements ist nur im Zusammenspiel von klinischem und radiologischem Befund hier möglich. Wir kommen zum fünften Punkt. Ist das Hüftimpingement denn wirklich neu entdeckt? Sie haben diese Kurve bereits gesehen mit den ersten Arbeiten zum Hüftimpingement. Stellt sich die Frage, was war denn vorher? Gab es da kein Hüftimpingement? Ist diese Krankheit erst vor 15 Jahren aufgetreten? Oder hat man diese Krankheit einfach nicht erkannt früher? Es gibt sehr alte Publikationen, die bereits Varianten des Oberschenkelknochens beschrieben haben. Hier beispielsweise eine CAM-Deformität aus dem Jahre 1931 oder auch im Text von einem Buch, das 100 Jahre alt ist, beschrieben, eine CAM-Deformität. Es gibt anatomische Lehrbücher, hier ein deutsches Lehrbuch aus dem Jahre 1855. Und hier sieht man bereits eine CAM-Deformität abgebildet, dies wurde aber hier als normale Variante abgegeben. Die Erstbeschreibung des Hüftimpingements mit dem Wort Impingement wurde durch den Norweger Marius Nygaard Smith-Patterson gemacht, der in den USA geforscht und operiert hat. Und er hat hier eine bilaterale Protrusion vom Acetabulum, also ein Pinzer-Impingement, bei einer Frau beschrieben. In seiner Arbeit sagt er, die Frage ist hier, was ist der Grund für die Beschwerden der Patientin? Und die Antwort ist, es ist ein Impingement zwischen dem Schenkelhals und dem vorderen Rand der Gelenkspfanne. Sie sehen hier in diesen Bildern aus der Publikation, wie Smith-Patterson dies operiert hat. Und die Patientin war anschließend beschwerdefrei. Bei der CAM-Deformität gibt es beispielsweise im Jahre 1965 eine schöne Arbeit, welche diese Deformität beschreibt. Es wurde damals noch Tilt-Deformität genannt. Man hat gesagt, diese Deformität ist asymptomatisch, aber sie ist mit einem erhöhten Risiko für Arthrose verknüpft, wie dies mit Daten schön gezeigt wurde damals.
Häufig wird auch der Begriff Pistolengriffdeformität gebraucht. Sie sehen, die Kenndeformität am Oberschenkelknochen ist ähnlich wie der Griff dieser Pistole. Und viele Leute haben den Begriff gekannt. Beispielsweise Bruce Ryder hat dieses Jahr gesagt, dass er das häufig gesehen hat, aber nicht diagnostiziert hat als Abnormalität. Hat geschrieben hier, I saw it, but I didn't see it. Ich habe also diese Deformität gesehen, aber ich habe nicht erkannt, was dahinter steckt. Es gibt weitere Bilder hier aus dem Jahre 1976 mit bilateraler Tilt-Deformität. Harris hat dann sogar eine Klassifikation von mehreren Formen von der Tilt-Deformität durchgeführt. Weshalb ist nun der Durchbruch genau vor 15 Jahren erfolgt? Seither reden alle Leute vom Hüftimpingement. Es sind drei Faktoren, welche für dieses Konzept sehr wichtig sind. Der erste Faktor für das Hüftimpingement ist die Biomechanik. Man hat in den letzten 15 bis 20 Jahren ein genaues biomechanisches Konzept entwickelt, wie das Impingement zu einem Gelenkschaden führen kann. Der zweite Faktor ist die Bildgebung. Mit der Bildgebung können wir genau diese Verformungen und auch die Schäden im Gelenk aufzeigen. Und dann natürlich ganz wichtig, die neuen Therapiemöglichkeiten mit der chirurgischen Hüftluxation und auch mit der Arthroskopie ist erstmals eine elegante Therapie zur Verfügung, um das Hüftimpingement auch zu behandeln. Und mit all diesen drei Faktoren zusammen ist dann vor etwa 15 Jahren der Durchbruch im Hüftimpingement erfolgt. Ich kann folgendes Fazit ziehen. Das Konzept des Hüftimpingement ist mittlerweile gut etabliert. In der Radiologie bestimmen wir die Käm- und Pinzermorphologie. Wir sind uns jedoch bewusst, dass diese Veränderungen teilweise auch bei gesunden Personen vorhanden sind. Das heißt, wenn eine Impingement-Form vorliegt, können wir nicht direkt auch auf das Vorliegen eines Hüftimpingements schließen. Es gibt weitere Faktoren zu beachten, wie die extreme Bewegung beim Sport oder anatomische Faktoren wie der Pelvic Tilt oder die Femur-Antetorsion. Und um die Diagnose zu stellen, hält man sich am besten an einen Algorithmus, wie gezeigt, und es sollte durch ein erfahrenes Team diese Diagnose gestellt werden. Damit ist es möglich, eine gute Korrelation zu erreichen zwischen Beschwerdemuster, Klinik und dem radiologischen Befund. Ich bin am Schluss meiner Ausführungen angelangt und möchte die Gelegenheit benutzen, mich ganz herzlich zu bedanken. Der größte Dank geht an meine Frau Simon für die große Unterstützung. Ich bin dir ganz, ganz dankbar dafür. Ich möchte auch mich bei meiner Familie und insbesondere bei meinen Eltern ganz herzlich bedanken für alles, was sie für mich gemacht haben während meinem Werdegang. Ich habe mit vielen Forscherinnen und Forschern zusammengearbeitet für meine Habilitation und arbeite auch weiterhin mit vielen von diesen Kollegen in aktuellen Forschungsprojekten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe sehr viel aus dieser Zusammenarbeit gelernt und schätze das wirklich sehr. Ein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Balges für die gute tägliche Zusammenarbeit. Und hier insbesondere natürlich dem Team von der Radiologie der Uniklinik Balgrist. Es ist toll, in einem so motivierten Team arbeiten zu können. Und viele der Personen, die hier abgebildet sind, haben einen großen Beitrag am Erreichen meiner Habilitation geleistet. Einen herzlichen Dank an Professor Christian Viermann. Er hat mich auf dem Weg zur Habilitation stets eng begleitet und stand mit Rat und Tat an meiner Seite. Vielen Dank. Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und möchte Sie ganz gerne einladen zum Apéro im Lichthof. Ich würde mich freuen, wenn ich dort mit Ihnen anstoßen kann. Besten Dank.